Der Landesfeuerwehrverband hat ein neues Einsatzfahrzeug, das speziell für die Bekämpfung von Waldbränden ausgestattet ist. Das Land Salzburg übernimmt fast 40% der Kosten. Also uns ist wichtiger, jenen zu helfen, die uns helfen bei den Waldbränden. Und das funktioniert nicht überall so mit den Feuerwehren. Wir sind da fast ein bisschen verwöhnt, aber wichtig ist, denen auch ein ordentliches Werkzeug zu geben, ein schlagkräftiges, ein sicheres. Und das bietet dieses Fahrzeug, damit kann man wirklich in die Brandstelle hineinfahren. Das geht mit einem normalen Fahrzeug nicht, weil dann ist das Fahrzeug kaputt. In Salzburg ist die Waldbrandgefahr dort groß, wo sich viele Menschen in der Natur bewegen. Das neue Tanklöschfahrzeug spielt daher alle Stückerl. Es hat 320 PS und ist ausgestattet mit Pumpen, Schläuchen, Strahlrohren, über Handwerkzeug bis zur Motorkettensägen, bis zur Seilwinde am Fahrzeug zur Selbstrettung, bis zu den speziellen Löscheinrichtungen, Frontwerfer auf der Stirnseite, Strahlrohr am Dach, das man über die Kabine aus bedienen kann. Also ein ganz besonderes Fahrzeug, ein Prototyp, denn so in der Form ist er der erste nur im Bundesland Salzburg gewesen. Ein Höhepunkt der Waldbrandsaison steht mit Silvester noch bevor. Die Salzburger Feuerwehrleute sind jedenfalls bereit.